Herzlich willkommen zu unserer Projektvorstellung. Und unser Projekt ist, wie schon gesagt, ein Aufräumroboter. Und dem seine Aufgabe ist es, zu aufräumen. Ich bin der Chris und das ist der Pascal. Ja. Also, welches gesellschaftliche Problem sollte der Roboter lösen? Ich glaube, alle von uns kennen es, oder zumindest die Jungen. Man spielt irgendwie Lego, lässt alles liegen. Und dann kommt die Mami und stolpert oder steht auf die Legosteine. Sie wird dann ziemlich wütend, oder ja, hat sicher keine Freude. Darum haben wir den Roboter entwickelt, der die Legosteine suchen sollte. Also noch finden natürlich. Und dann auch noch sortieren. Welche Technik haben wir verwendet? Wir haben zwei Mindstorm-Roboter EV3 benutzt, nur einen Hauptcomputer, aber dafür mehrere Motoren und Sensoren. Die Programmiersprache ist einfach die Standardprogrammiersprache vom EV3. Ja, und der Ausblick. Also wir würden unseren Roboter gerne noch weiterentwickeln, dass er mehr als nur Lego-Steine aufräumen kann und auch verschiedene Sorten von Legostein. Also, dann präsentieren wir euch jetzt noch, was der so kann. Oder, ja. Also, zuerst solltet ihr jetzt den kleinen Legostein finden. Ich weiß nicht, ob es alle gut sind. Dann solltet ihr vorne zutun, damit er drin bleibt und die Farbe solltet ihr auch noch erkennen. Solltet ihr. Nochmal, Entschuldigung. Es ist erst ein Prototyp. Gut, mach nochmal. Gut. Das ist die erste Phase. Und in der zweiten Phase geht er zum schwarzen Strich. Fahrt dem nach und an einem gewissen Punkt gibt er dann den Stein wieder weg. Also ja, dann fahrt er noch, bis wir zu nachfahren bis zu einem gewissen Punkt und dann den Stein wieder weggehen. Gut, da wär's dann. Super!